Vorsicht! Sie sind hier! Verfügt über mich. Bin unterwegs. Bereit für den Kampf. So, noch mehr Paladine werden benötigt. Urias ist gleich fleißig. Und ja, es wäre schön, wenn die Paladin mal aufhören würden zu buffen und sich mehr um die Ox kümmern würden. Feindkontakt! Sind auf Feinde gestoßen! Wir haben sogar schon einen Paladin verloren. Sie schlagen zu! Ja, es ist ein Paladin gewesen, den wir verloren haben. Einsatzbereit! Okay, Vorsicht! Sie sind hier! Wir verlieren. Sie schlagen zu! Bleibt standhaft! Erwarte euer Kommando! So, jetzt haut hier mal alles kaputt, bitte. Erwarte Befehle! Jawohl! Erwarte Befehle. So, wo bin ich abgeblieben? Da bin ich abgeblieben. Dann holen wir uns mal das Monument. Und ein paar nette Sachen. Okay. Jawohl! Flammentänzerinnen und Hasim-Verteidiger. Das heißt, wir werden unsere Defense hier errichten müssen. Die Rune ruft, wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Auf dem Weg! Also erstmal eine kleine Defense. Dann müssen wir gucken, dass wir wieder mehr Eisen produzieren, also hier oben. Hier bin ich! Schon auf dem Weg! Dort entlang! Deswegen gehe ich hier schon mal mit einem eine Schmelzchen Auftrag gebe. So. Bin unterwegs. Gebäude wurde errichtet. Was wünscht ihr? An die Arbeit. Was wünscht ihr?
Auf geht's! Ich mache hier erstmal eine kleine Defense. Ich mache dann hier eine größere hin, wenn wir die leicht bekleideten Damen und die Turbanträger losgeworden sind. Jawohl! So, es wird schon Weizen geerntet. Weil ich weiß noch, das war eine langwierige Sache. Da durchzukommen, sehr viele Verluste und so. Und ja, das Aria, was wir da haben, hier hinten ist das einzige, womit wir jetzt gerade auskommen müssen. Herr der Rune? Gehen wir es an! Gebäude wurde errichtet. Hier bin ich. Ich weiß noch aus meiner Erinnerung, für mich war das eine der langwierigeren Auf geht's. Maps in Shadow of the Phoenix. Ja, eigentlich Mentalisten. Sollte ich auf jeden Fall mir ein paar besorgen, wenigstens 10 Stück dann. Muss ja aber halt mit sehr viel Aria erstmal buffen. Was wünscht ihr? An die Arbeit! Aria, das vor allem erstmal wichtiger wäre für den Titan. Neue Fähigkeit verfügbar. Hier bin ich. So, noch einen hier dazwischen. Wird sofort erledigt. Das sollte dann erstmal reichen als Defense. Wir kümmern uns dann um die Eisenproduktion. Gebäude wurde errichtet. Was wünscht ihr? Ja, jetzt kommen schon wieder jede Menge Azims. Die Rune ruft. Ich hoffe mal nicht, dass sie uns jetzt umgehen werden. Erstmal alles hinter die Defense zurückziehen. Gebäude wurde errichtet. Also es sind auch Feuertänzerinnen dazwischen. Aber nee, sie scheinen unten lang zu gehen. Gebäude wurde errichtet. Schon auf dem Weg. Dort entlang.
eine Mine. So, und dann geht der Tanz hier los. Schlagt sie zurück! Sie schlagen zu! Gebt das Zeichen! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Gebäude wurde errichtet. Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Erwarte euer Kommando. Feindkontakt! Feindlicher Angriff! Feindkontakt! So. Jetzt kann ich noch keinen. Titanen rufen, aber ich kann. Ja. Das kann ich im selben Gebäude wie den Titanen übrigens. Dann holen wir uns mal den Titan. Wie sieht unser Aria hier? Geht noch, okay. Bin ja jetzt gerade am überlegen, soll ich noch Kleriker oder soll ich ein paar... Ei, was sich verlaufen? Oder soll ich gleich mal ein paar Mentalisten ausbilden? In... Ne, wir haben eben keinen von beiden Situationen Mentalisten gehabt. Die Stadt wird belagert! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Ja, ich will aber erstmal das Upgrade für die Mentalisten haben. So, und jetzt könnten wir dann theoretisch welche ausbilden. Na, 5 Scharfschützen und 5 Mentalisten. Damit können wir das hier wenigstens angreifen und freiräumen. Weil für mehr bräuchten wir dann mehr Aria. Neue Fähigkeit verfügbar. Auf eilenden Schwingen. Auf eilenden Schwingen. Was wünscht die Rune? Der Greif wartet schon. Hierin schenke uns günstigen Wind. So, dann kann ich mal gucken, was es mit der Hütte hier oben auf sich hatte. Ich muss nämlich zugeben, bei Shadow of the Phoenix sind bei mir die größten Erinnerungslücken. Der Greif wartet schon. Hierin schenke uns günstigen Wind. Ein verlassenes Zelt. Das Zelt durchsuchen. Ihr findet ein paar magere Vorräte, eine Decke und ein zerschlissenes Tagebuch. Das Tagebuch lesen. Die meisten Einträge sind verblieben und unleserlich, aber ihr könnt auch einige lesbare Stellen ausmachen.